Schönen guten Tag, ich bin Mascha und heute geht es um eine neue Lampignon. Dafür braucht man Ringe, Wolle, Hakennadel und Schere. Ich habe diese Schemel benutzt, so die hat 8 Blättchen in die Mitte, ich würde nur 6 machen, als auch beiden weiteren. Am besten werde ich zeigen. Für den Anfang mache ich 6 Luftmaschen, verbinde die Luftmaschenkette in den Ring, so mache ich das. Und in diesen Ring werde ich 6 mal den Rapport machen. Und zwar beginne ich mit einem Popcorn von 4 Stäbchen. Die 2 Luftmaschen, das ist erster Satzstäbchen und noch 3 dazu. Lasse den Faden frei und ziehe den von den ersten Stäbchen. In diesem Fall die 2 Luftmaschen. 2 Luftmaschen zwischen und mache nächste Popcorn. Ganz normal. 4 Stäbchen. Die letzte Schlaufe lasse frei. Und komme von den ersten Stäbchen und ziehe den Faden durch. 2 Luftmaschen und noch 1 Popcornchen. Vier Stäbchen und die letzte Schlaufe durch den ersten Stäbchen. 2 Luftmaschen und so 6 mal. 3 habe ich schon gemacht, noch 3, die sind 6. Verbinde die Reihe in die Spitze von den ersten Popcorn mit Kettmasch. Springe mit Kettmasch in die Lücke von 2 Luftmaschen und da beginnt die zweite Reihe. 2 Luftmaschen, erster Satzstäbchen, noch ein Stäbchen und ein drittes noch dazu. 2 Luftmaschen zwischen, in die nächste Lücke von 2 Luftmaschen, mache wieder 3 Stäbchen. Und so in jede Lücke von Luftmaschen, 6 mal insgesamt. Noch 3 mal. 2 Luftmaschen und verbinde in die zweite Luftmasche von erste Ersatzstäbchen. Mache wieder 2 Luftmaschen, das ist neue Ersatzstäbchen und in den mittlere Stäbchen mache also in ein Stäbchen 3 Stäbchen. So. Drei Stäbchen in die gleiche Stelle und das letzte bleibt allein. Drei Luftmaschen zwischen, genau das gleiche mache in den ersten, in den nächsten Rapport. Ein Stäbchen in erste Stäbchen, in zweite Stäbchen 3 Stäbchen in die gleiche Stelle und noch ein Stäbchen in den nächsten Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und wieder das gleiche, wiederhole 6 mal. In die zweite Luftmasche verbinde die Reihe,
zwei Luftmaschen und wieder das gleiche so. Im zweiten Stäbchen ein Stäbchen, in die Mitte zwei. So. In die gleiche Stelle und noch zwei auf die andere Seite. Symmetrisch. Drei Luftmaschen, komme in den nächsten Rapport, und zwar ein Stäbchen in den Stäbchen, noch in den nächsten ein Stäbchen, nur in die Mitte mache zwei Stäbchen in die gleiche Stelle, in den Stäbchen in die Mitte, das dritte Stäbchen, und zwei Stäbchen auf die andere Seite, sechs Stück insgesamt, schließe die Reihe. Zwei Luftmaschen, jetzt in den zweiten Stäbchen ein Stäbchen, in den nächsten dritten ein Stäbchen und jetzt zwischen mache drei Luftmaschen und auf die andere Seite sollen noch drei Stäbchen sein. Die bekommen jede ein Stäbchen. Drei Luftmaschen zwischen, komme in den nächsten ein Stäbchen. Zweite, dritte, drei Luftmaschen zwischen und noch drei auf die andere Seite. Und so das gleiche in die Runde, sechsmal. Nächste Reihe, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Zwei, drei insgesamt mit Ersatzstäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Luftmaschenkette, eine Luftmasche und wieder mache das andere Seite von den Blättchen oder wie heißt das? Drei Luftmaschen und komme in den nächsten Rapport. So, diese Blättchen oder Rombo hat von jeder Seite drei Luftmaschen und in die Mitte ein Stäbchen und von jeder Seite eine Luftmasche. Weiter geht zwei Luftmaschen, Stäbchen, noch Stäbchen, das sogenannte Rand. Eine Luftmasche, komme in die Luftmasche mit ein Stäbchen, noch eine Luftmasche, in die nächste Luftmasche, noch ein Stäbchen, wieder Luftmasche und das andere Rand. Hoffentlich werden Sie was verstehen. Drei Luftmaschen zwischen, komme in den nächsten Rapport. Eins. 3 auf die Seite, jedes Stäbchen bekommt ein Stäbchen, eine Luftmasche, in die Luftmasche ein Stäbchen, Luftmasche, in die nächste Luftmasche noch ein Stäbchen, wieder Luftmasche und die andere Seite die drei Stäbchen. So wächst es. Nächste Reihe ist, denke ich, schon klar, nach dem gleichen Prinzip mache die Zunahmen, so, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Luftmasche, in diese Reihe schon dreimal, so drei Stäbchen, eine Luftmasche und den Rand. Ich wollte sagen, diese Wolle würde ich nicht empfehlen. Deswegen sage ich nicht, was für Wolle habe ich benutzt. 250 Gramm pro 100, 250 Meter pro 100 Gramm ungefähr ist die Lauflänge bei mir.
und noch eine Luftmasche und die drei Stäbchen auf andere Seite. So sieht es aus. Mache noch viermal. Bin ich schon fertig. Und jetzt werde ich diese Dinge sammeln, so Blätter. Und dafür komme ich mit Kettmasche in den nächsten Stäbchen, in den zweiten von der Gruppe von drei. Mache die, den Ersatzstäbchen, die zwei Luftmaschen, nächste Stäbchen und das dritte wird in die Lücke von einer Luftmasche. Weiter eine Luftmasche, in die Luftmasche ein Stäbchen, wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und komme ein Stäbchen, so zweite in den Rest, ersten und dritte. Und so, das lasse ich aus. Denn da. Drei Luftmaschen kommen in die Lücke von drei Luftmaschenkette. Noch drei, den lasse ich aus, beginne von den zweiten. Zwei, noch eins, eine Luftmasche. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen, der ist schon von den Rand. So sieht das aus und mache weiter drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Also nächste Reihe wieder komme in mit Kettmasche in den nächsten Stäbchen. Zwei Luftmaschen, erstes Stäbchen ist in die letzte Stäbchen von der Gruppe und das dritte mache schon in die Lücke. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Und Spiegelbild von die, bei der anderen Seite so. Drei Stäbchen. Und drei Luftmaschen zwischen, ein Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen, und noch drei Luftmaschen und komme gleich in den zweiten Stäbchen von der Gruppe von drei. In die Mitte mache weiter diese eine Luftmasche und ein Stäbchen. Eine Luftmasche und komme gleich auf die andere Seite. So, wenn Sie schon angefangen haben, dann wird es klar, sieht man das. Nächste Reihe wieder mit einer Kettmasche in den nächsten Stäbchen. Zwei Luftmaschen. So, ein Stäbchen. Noch eins in die Lücke von der Luftmasche. Drei Luftmaschen, diese Maschen dieses Mal zwischen und komme gleich auf den nächsten Rand. Zwei und noch dritte. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen, drei Luftmaschen, noch ein Stäbchen, drei Luftmaschen und noch ein Stäbchen. Wieder drei Luftmaschen und kommen bei den nächsten Rapport. Und zwar zwei Stäbchen und dritte ist schon in die Lücke. Drei Luftmaschen zwischen, noch ein Stäbchen und schon die zweite Seite. So. Wieder Kettmasche in den nächsten Stäbchen. Zwei Luftmaschen,
In den nächsten Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücke von drei Luftmaschen drei Stäbchen. Drei Luftmaschen zwischen und mache wieder die so Netzmuster. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. So, drei Luftmaschen, noch ein Stäbchen. Bis nächste Blättchen. So, komme gleich in den zweiten Stäbchen, mache 1, 2, 3 in die Lücke. Und noch 2 auf die andere Seite. Und so sieht das aus bis jetzt. Weiter geht mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen, diese Netzmuster. Wieder eine Kettmasche. Drei, also mit Ersatzstäbchen 5 insgesamt. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Drittes, vierte, fünfte und kommen wieder auf die Spitze von den Blättchen. Und da sind 5 Stäbchen. Nächste Reihe mache, eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, Ersatzstäbchen und in dieser Reihe ist die Spitze von diesem Blättchen 3 Stäbchen. Und weiter geht einfach mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen zwischen. Zweite Mal. Dritte, vierte, fünfte und 6. 3 Luftmaschen und auf die Spitze 3 Stäbchen. Und wieder weiter mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Denke ich, es ist schon klar, einfach. So, nächste Reihe komme in die Mitte, so, in die Spitze von den Luftmaschenkette, mache 2 Luftmaschen Ersatzstäbchen, 3 Luftmaschen zwischen und gleich den Stäbchen. Und das ist eine Reihe, wo mache ich einfach die 3 Luftmaschen und ein Stäbchen die ganze Runde. Also die 3 Luftmaschen kommen in die Spitze, in den mittleren Stäbchen und mache wieder das gleiche.
Und das so die ganze Runde. Und jetzt brauche ich meinen Ring. Dieses ist das größere und der ist, es ist ungefähr 22 cm Durchmesser. Und werde jetzt die mein gehäkeltes Stück schon verbinden. Also mache eine Verbindungsstelle und dann in jede Luftmasche, in jede Luftmaschenkette von drei Luftmaschen mache vier feste Maschen. In den Stäbchen würde ich das auf den Ring verbinden. So, habe verschiedene Varianten ausprobiert, aber es ist, kann man das einfach so vernähen oder vielleicht was anderes. Weil das funktioniert nicht so glatt und einfach. Zwei, drei, vier und so von oben, es ist einfacher, so das Faden oben und den ziehe ich von unten, so. Zwei, drei, vier. Und in den Stäbchen, so Faden oben ziehe durch und mache die feste Masche. Naja, das Ring hilft gar nicht. Aber langsam geht es die ganze Runde. So habe ich geschafft. Und jetzt werde ich irgendwie da den Faden schließen. Zweiter Teil, werde den anderen, kleinere Ring nehmen. Bei mir es ist ungefähr 15-16 cm und werde es umhäkeln. Was werde ich machen? So, die Verbindungsstelle und noch drei feste Maschen. So, dann 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und wieder 4 feste Maschen. So, durch den Ring oder auf den Ring. Wie immer bei mir am besten gucken. Ich denke, meine Video kann man einfach ohne zu hören gucken. Mache den ganzen Ring so und ich habe es geschafft. Wie gesagt, ich würde nur 6 Plättchen machen und dafür brauche ich 4 mal dieser Rapport, so 4 Stäbchen, 4 feste Maschen und die Luftmaschenkette zwischen. So, 4 Stück. Insgesamt ich habe das so 24 Stück. Hoffentlich ist es klar. So, mache 2 Luftmaschen und verbinde die Reihe mit einem Stäbchen in die erste Luftmasche. So bin ich auf die Spitze von der Luftmaschenkette, mache eine feste Masche und dann die ganze Reihe mit Luftmaschen. So 5 Luftmaschen, in die Luftmaschenkette eine feste Masche. So, die ganze Reihe. Am Ende in die feste Masche verbinde die Reihe mit Kettmasche und springe gleich in die Luftmaschenkette.
zwei Luftmaschen, zwei Ersatzstäbchen und mache weiter. Drei, so insgesamt drei Stäbchen, noch zwei. Fünf Luftmaschen zwischen, eine Luftmaschenkette lasse ich aus in die nächste. Mache ein Stäbchen, zwei Stäbchen, drei Stäbchen, noch eins, genau, das neue Popcorn. Zwei, drei Luftmaschen zwischen, nächste Popcorn. Vier Stäbchen. Und den Faden durch. Drei Luftmaschen und noch einmal so, in die gleiche Lücke von vier Luftmaschen mache dreimal Popcorn. Und jedes Mal mit drei Luftmaschen zwischen. Zwei, drei, vier Stäbchen und von den ersten Stäbchen durchziehen. So, von dieser Stelle fünf Luftmaschen und überspringe eine Luftmaschenkette und in die nächste mache drei Stäbchen. Und das sollte sechsmal auch sein. So, fünf Luftmaschen. Überspringe und mache die wieder Popcorn. Ich habe das Video beschleunigt, so schneller gemacht. Und wenn Sie es plötzlich nicht wissen oder vergessen haben, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie es in den Einstellungen des YouTube bei Bedarf verlangsamen können. Wenn Sie nicht wissen, wie das funktioniert, schreiben Sie einen Kommentar, werde ich das dazu auch ein Video machen. Mache die ganze Runde so. Nächste Reihe. Zwei Luftmaschen, das ist Ersatzstäbchen und weiter werde ich mit Reliefstäbchen machen. So. Drei Reliefstäbchen in die gleiche Stelle, in den zweiten Stäbchen in die Reihe. Und bei letztem dritten Stäbchen einfach Reliefstäbchen. Das Ersatzstäbchen zwei Luftmaschen bleibt einfach so. Fünf Luftmaschen und komme bei die Popcorn und zwischen den Popcorn in die Luftmaschenkette mache noch ein Popcorn. So, dann drei Luftmaschen, komme in die nächste Lücke von der Luftmaschenkette, mache zweite Popcorn. Fünf Luftmaschen und komme wieder bei den Stäbchen. In den ersten Stäbchen mache einfach Reliefstäbchen. In den zweiten drei Reliefstäbchen in die gleiche Stelle. Eins. Ach, diese Faden ist nicht das Beste, was ich. Habe. Und in den letzten Stäbchen ein Stäbchen, ein Reliefstäbchen. So. Fünf Luftmaschen und komme wieder bei die Popcorn. Zwei Popcorn mit drei Luftmaschen zwischen.
Nächste Reihe 2 Ersatzstäbchen. In den nächsten Stäbchen 2 Luftmaschen, das ist ein Ersatzstäbchen. Dann in den nächsten Stäbchen ein Reliefstäbchen. Übernächste ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. 3 Luftmaschen, Entschuldigung. Und noch ein Stäbchen in die gleiche Stelle. Dann in den vierten wieder diese Faden. In den vierten ein Reliefstäbchen. Fünfte ein Reliefstäbchen. Fünf Luftmaschen zwischen. Und komme bei die Popcorn. Zwischen den Popcorn mache ich in dieser Reihe schon eins Popcorn. Ein Popcorn. Fünf Luftmaschen und komme wieder bei die Stelle mit Stäbchen. Erste Stäbchen ein Stäbchen, zweite Stäbchen ein Stäbchen. Alle sind Relief. In den dritten ein Stäbchen, drei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in den gleichen dritten Stäbchen. In den vierten eins und in den fünften noch eins. Und so geht die ganze Runde. Nächste Reihe. Wieder Ersatzstäbchen. Dann ein Reliefstäbchen, zweite Reliefstäbchen. Und jetzt habe ich schon die Lücke von drei Luftmaschen. Da mache ich drei Luftmaschen, ein Stäbchen und noch drei Luftmaschen. Auf die andere Seite Spiegelbild oder symmetrisch drei Reliefstäbchen. Und die werden weiter so gehäkelt, die drei die drei Reliefstäbchen auf dem Rand. Bei den Popcorn nach fünf Luftmaschen mache eine feste Masche, auch Relief, wieder fünf Luftmaschen und komme bei nächste Blatt, oder? Drei Reliefstäbchen in jedes Stäbchen des vorgehenden Reihes. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen, drei Luftmaschen und noch drei Reliefstäbchen auf die andere Seite. So, Stäbchen in Stäbchen, nicht drei Stäbchen in jedes Stäbchen. Wie immer am besten gucken. So sieht das aus und mache weiter. Nächste Reihe. Zwei Luftmaschen. Ein Reliefstäbchen. Zweite Reliefstäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in die Lücke von drei Luftmaschen. Noch drei Stäbchen. Ein Stäbchen in die nächste Lücke von drei Luftmaschen. Drei Luftmaschen und die drei Stäbchen auf die andere Seite. Also, dann zwei Luftmaschen, komme in die Lücke von fünf Luftmaschen, mache feste Masche. Fünf Luftmaschen, komme auf die andere Seite von dem Popcorn wieder in die Luftmaschenkette mit feste Masche. Zwei Luftmaschen und mache weiter mit Reliefstäbchen. Eine Seite, dann drei Luftmaschen. Ein Stäbchen, drei Luftmaschen und noch ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und auf die andere Seite drei Reliefstäbchen. Und so weiter. Zwei Luftmaschen. Eine feste Masche,
5 Luftmaschen, nach dem Popcorn in die Luftmaschenkette zweite. So ungefähr sieht das aus. Noch 2 Luftmaschen. Ein, zwei und komm bei die Reliefstäbchen. So, nächste Reihe. Wieder 2 Luftmaschen, Reliefstäbchen. Noch eins. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Jedes Mal in die Lücke von 3 Luftmaschen des vorgehenden Reihes. Noch eins. 3 Luftmaschen. Und die 3 Stäbchen, die 3 Reliefstäbchen. Jedes Stäbchen in den Stäbchen des vorgehenden Reihes. Und geht weiter. Jetzt 5 Luftmaschen, komme in die Mitte, in die Luftmaschenkette von 5 Luftmaschen des vorgehenden Reihes mit fester Masche und 5 Luftmaschen auf die andere Seite und komme gleich bei die Reliefstäbchen. Und so kann man so irgendwelche Diagramm von einem Deckchen nehmen und für Lampignons anpassen. So, den Link für die Scheme, die ich benutzt habe, lasse ich in Beschreibung, wie immer, oder weiß ich nicht, vielleicht im Community. Und geht weiter, wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche bei dem Popcorn, oben dem Popcorn. 5 Luftmaschen und weiter so. Nächste Reihe wieder beginnt mit 2 Luftmaschen, ein Reliefstäbchen, 2 Reliefstäbchen. Also wieder dieser Rapport mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Später dachte ich, dass es konnte 2 Luftmaschen sein und ein so halbes Stäbchen. Weil bei dem fertigen Teil habe ich gemerkt, dass dieser Teil kommt so wie, also mein Deutsch dafür ist nicht genug. 3 Reliefstäbchen auf die Seite und jetzt 3 Luftmaschen und komme gleich auf die andere Seite mit Reliefstäbchen. So, überspringe diese Stückchen mit Popcorn und die Luftmaschenketten. Und mache 3 Stäbchen auf eine Seite. Dann 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen, 3 Luftmaschen in die nächste Lücke, noch ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, noch eins, drittes schon, 4. Drei Luftmaschen und die Reliefstäbchen. Und mit 3 Luftmaschen komme gleich in das nächste Blatt oder auf
das nächste Blatt. Also, nächste Reihe. Würde jetzt sammeln die Blättchen. Das bedeutet ein Kettmasche für beiden nächsten Stäbchen, dann ein Reliefstäbchen und den nächsten in die Lücke schon. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Also wegen den Reliefstäbchen, dieser Teil ist so lockerer geworden. Das meinte ich für die halbe Stäbchen und die zwei Luftmaschen. Vielleicht wäre es besser. Aber jetzt schon gemacht. Zwei. So. So sieht das aus. Fünf Luftmaschen und komme auf die andere Seite. Gleich auch in den zweiten Stäbchen, so mache den Reliefstäbchen. Das dritte ist schon in die Lücke von drei Luftmaschen und mache weiter. Ups. Eins. So. Den Rand. Eins in die Luftmaschenkette. Ein Reliefstäbchen. Und noch eins. Den letzten lasse ich frei. Und weiter mit fünf Luftmaschen. Komme auf die andere Seite. Wieder gleich in den zweiten Stäbchen. Zweiten Reliefstäbchen. So ungefähr sieht das aus. Mache weiter. Nächste Reihe wieder. Springe in den nächsten Stäbchen mit Kettmasche. Zwei Luftmaschen Ersatzstäbchen. Dann ein Reliefstäbchen in den Stäbchen, in den nächsten Stäbchen des vorgehenden Reihe. Und noch eins in die Lücke. Weiter wie gewohnt. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Nochmal drei Luftmaschen und komme auf die andere Seite. Stäbchen, Reliefstäbchen. Und noch ein Reliefstäbchen. Kann man natürlich auch mit normalen Stäbchen diesen Rand machen. Fünf Luftmaschen, komme in die Luftmaschenkette von fünf Luftmaschen mit fester Masche, noch fünf Luftmaschen und komme gleich in den nächsten Rapport, gleich in den zweiten Stäbchen. Zwei, drei Stäbchen, das ist mein Rand und dann in die Mitte drei Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen. So lange habe ich noch nie Deutsch gesprochen. Fast eine Stunde. Fünf Luftmaschen in die Luftmaschenkette mit fester Masche. Fünf Luftmaschen und komme auf den nächsten Rapport gleich in den zweiten Stäbchen. Weiter Relief und ein normales in den Luftmaschenkette. Und so mache ich die ganze Runde. Nächste Reihe wieder in den nächsten Stäbchen mit Kettmasche, zwei Luftmaschen, Reliefstäbchen
und ein Stäbchen in die Lücke. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die nächste Lücke. 3 Luftmaschen und komme auf die andere Seite. Das bedeutet ein Stäbchen, ein Reliefstäbchen und noch ein Reliefstäbchen schon in den Reliefstäbchen. 5 Luftmaschen, feste Masche in die 5 Luftmaschenkette. 5 Luftmaschen, noch eine feste Masche auf die andere Seite, wieder 5 Luftmaschen und komme auf die andere Seite. In die Mitte ist schon nur ein Stäbchen. So, ein Stäbchen ist schon zweiter Rand. So, Reliefstäbchen und noch ein Reliefstäbchen. So, 5 Luftmaschen in die erste Luftmaschenkette, feste Masche. Noch 5 Luftmaschen in die nächste Luftmaschenkette. Wieder 5 Luftmaschen und komme in den nächsten Blättchen, gleich in den zweiten Stäbchen. So. Nächste Reihe. Wieder mit einer Kettmasche komme in den nächsten Stäbchen, in die Spitze vom nächsten Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Reliefstäbchen. Noch eins. 3 Luftmaschen und auf die andere Seite ein Stäbchen. Noch eins Relief und zweiter Relief. Und jetzt 5 Luftmaschen und werde in diese mittlere Luftmaschenkette, so da sind 5 Luftmaschen, Stäbchen machen. Drei, vier, fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also, so sieht das aus. Dann wieder 5 Luftmaschen und komme auf den Rand von dem Blatt. Es ist nicht genau Blatt. Wenn es Blümchen ist, dann ist Blatt. Aber das ist gut. Wie immer, am besten gucken. Fünf Luftmaschen. Eine Luftmaschenkette lasse ich aus und in die mittlere. Mache die 11 Stäbchen. Und so weiter, die ganze Runde. 6-mal. Wieder nächste Reihe mit Kettmasche springe in den nächsten Stäbchen rein. Übernächste ist Reliefstäbchen und noch 3 in die Lücke von 3 Luftmaschen. Auf die andere Seite 2 Stäbchen, 2 Reliefstäbchen.
fünf Luftmaschen und komme bei diese Pferchen und mache in jedem Stäbchen ein Stäbchen und eine Luftmasche zwischen in diese Reihe. Vergessen Sie nicht, dass Sie können in die Einstellungen das Video langsamer machen. Nach Bedarf. Fünf Luftmaschen und komme bei die Stäbchen. Ein Relief, zwei Relief und drei in die Mitte zwischen. Fast gleiche, einfach mit einfachen Stäbchen haben wir schon bei die grünen Teil gemacht. So. Und mache weiter. Noch fünfmal das gleiche, fünf Luftmaschen und in diese Wärchen 11-mal ein Stäbchen und eine Luftmasche zwischen. So. Nächste Reihe, wieder mit Kettmasche, komme rein. Zwei Luftmaschenersatzstäbchen. In dieser Reihe sind schon fünf Reliefstäbchen. Drei, vier, fünf. Und jetzt fünf Luftmaschen. Und hier muss man vorsichtig sein. Ein Stäbchen. Eine feste Masche im ersten Stäbchen, dann vier Luftmaschen, lasse ein Stäbchen aus und in den nächsten Stäbchen, nicht in die Lücke, in den nächsten Stäbchen mache feste Masche zwischen den Stäbchen, noch eine zweite, in den Stäbchen dritte, zwischen den Stäbchen noch eine und in den Stäbchen fünfte. Von dieser Stelle wieder vier Luftmaschen, lasse ein Stäbchen aus und in den nächsten Stäbchen wieder eine feste Masche. Wieder fünf Stäbchen, fünf feste Maschen. Einmal in den Stäbchen, einmal zwischen den Stäbchen und noch einmal vier Luftmaschen und in den letzten Stäbchen eine feste Masche. Fünf Luftmaschen und fünf Reliefstäbchen. So, sammelt sich das Blättchen und beginne diese Stückchen. Mache weiter. Noch eine Reihe springe ich in den nächsten Stäbchen mit Kettmasche. In dieser Reihe ist schon drei Stäbchen. Die zwei Luftmaschen, das ist das erste Stäbchen, dann zweite und das ist schon dritte. Fünf Luftmaschen und in diese Lücke von vier Luftmaschen mache dreimal Popcorn. Das denke ich schon klar. Wie mache ich das Popcorn oder sowas? Zwei Luftmaschen zwischen. Nächste Popcorn in die gleiche Lücke, drei Stück. Und ich habe auf diese Wärchen drei Lücken von vier Luftmaschen und das würde ich dreimal machen.
noch zwei Luftmaschen zwischen und das dritte Popcornchen. Das ist schon dritte Popcorn und gleich ohne Luftmasche, ohne was, komme in die nächste Lücke und da mache ich auch das gleiche so. Dreimal den Popcorn, jedes Mal zwei Luftmaschen zwischen. Komme gleich in die nächste Lücke von vier Luftmaschen und mache wieder drei Popcorn, jedes Mal mit zwei Luftmaschen zwischen. Fünf Luftmaschen und komme in die Reliefstäbchen. In dieser Reihe sind drei Reliefstäbchen in die Spitze. Fünf Luftmaschen und komme in die nächste, übernächste und mache genau das gleiche so. Drei Gruppen von drei Popcorn. So, nächste Reihe. Komme in den mittleren Stäbchen mit Kettmasche, zwei Luftmaschen, dann fünf Luftmaschen zwischen und komme zwischen den Popcorn und mache in die Lücke von zwei Luftmaschen noch ein Popcorn. Ziehe durch, zwei Luftmaschen zwischen und komme in den nächsten. Von dieser Stelle drei Luftmaschen und dazwischen den Gruppen so mache eine feste Masche. Wieder drei Luftmaschen und mache das nächste Gruppe von zwei Popcorn. So, einmal in die erste Lücke von zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen zwischen und noch eins auf die andere Seite so zwischen den Popcorn. So, zieh den Faden. Jetzt drei Luftmaschen, komme zwischen den Gruppen und mache feste Masche. Drei Luftmaschen. Sehen Sie die Faden, ne? Deswegen habe ich gesagt, ich würde das nicht empfehlen. So, das macht immer. Am Anfang habe ich versucht es so, aber ging nicht so. So viel Schlaufen, die sie macht, diese Faden, diese Wolle. Also ziehe durch und hier jetzt schon fünf Luftmaschen und ein Reliefstäbchen in die Mitte. So, das ist fast die letzte Reihe. Mache weiter.
jetzt 2 Luftmaschen Ersatzstäbchen, 3 Luftmaschen zwischen, 5 Luftmaschen zwischen und komme bei dem Popcorn. So, 3 Gruppen, 3 Popcorn. Zwischen 3 Luftmaschen und komme in die feste Masche zwischen den Gruppen. 5 Luftmaschen, 1 Popcorn. Bei erstem habe ich 3 gesagt, ne, 5. So, 1 Popcorn, 5 Luftmaschen zwischen den Gruppen, wieder 5 und das letzte in diesem Rapport. Drei, 4 Stäbchen und den Faden durch. 5 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in den Reliefstäbchen. Und mache das gleiche weiter. Also die nächste Reihe ist die letzte. Und was würde ich jetzt machen? Ich würde in jede Luftmaschenkette feste Maschen machen. So. Bei dem Popcorn und auf dieser Stelle zwischen den Gruppen würde ein Picot machen. Zeige am besten so. 2, 3, 4, 5, 6, so ziehe es gut. Es soll ein fester Rand machen. 9. Ein Popcorn, ein Picot, 3 Luftmaschen und in die gleiche Stelle ziehe den Faden mit Kettmasch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und noch einen 9. Da unten mache keine Picot, springe einfach in die nächste Luftmaschenkette und mache noch 9 feste Maschen. So ziehe ich das gut. So, auf dem Popcorn da oben werde wieder ein Picot machen. Von 3 Luftmaschen und durch diese beiden Faden ziehe den Faden durch. Weiter, gehe jetzt nach unten, wieder 9 feste Maschen. So, sieht das aus. Unten mache kein Picot, oben mache ein Picot. So, da mache kein Picot. Einfach springe in die nächste Lücke. Und das Picot. Und jetzt komme ich wieder nach unten, aber da bin ich zwischen den Rapport und da werde auch ein Picot machen. Und
Auf dieser Stelle, so zwischen den Rapport, werde ich die zwei Teile, so das grüne und dieses, verbinden. Zeige ich das später. Mache erstmal ein Picot. Die Kettmasche und weiter so. So, wie gesagt, auf die Popcornchen und dazwischen mache ein Picot. So, am Ende des Reis habe ich vergessen, aber würde es nachmachen, so den Popcorn zu machen. Habe schon die Faden abgeschneiden. So. Okay, geschafft. Und wie gesagt, werde jetzt mit so die Faden ungefähr so 2 Meter, 1,5 Meter lange Faden doppelt genommen, bei die Stelle mit Picot so zwischen den Rapport ziehe durch. So, jetzt durch den Ring werde ich das machen. So, von da unten ziehe den Faden. Also, das war's. Und das werde ich so in 6 Stellen machen. Von den grünen würde ich das so in den jedes Mal so 8 Lücken auslassen. Nee. Wie kann man das sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In die 8. ziehe nächste Faden. So. 48 Lücken habe ich gezählt und das bedeutet so. Jede 8. Also in jeder Stelle zwischen den Gruppen verbinde den Faden. Und weiter habe ich die Faden einfach bei jedem Picot, so ohne mit dem Ring zu verbinden, so habe ich das auch in jeder Stelle mit Picot habe ich so den Faden verbunden. Also nur den zwischen den Rapport, die sind mit dem Ring verbunden und die andere einfach so auf dem obere Stückchen, auf obere Teil. So bei jedem Picot einfach durchgezogen. So. Und so viel. Faden habe ich, so in die Mitte, in die längste Picot habe ich so grüne Faden genommen und sonst weiße. Und so einfach einen Knoten gemacht. Und mein Topf wird ungefähr so hängen. Es ist normalerweise nicht für ein so ganz schwere Stück gedacht, ich weiß nicht, Sukkulente oder sowas, wird da aufhängen. Das ist mein Ergebnis heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und wenn Sie bis dazu angekommen sind, schreiben Sie bitte einen Kommentar. Ich habe so viel Mühe gegeben. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis nächstes Mal.